Sport im Osten vor Ort. Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass Sie oder auch ich im Lotto gewinnen als folgendes Phänomen. Denn die Wahrscheinlichkeit liegt bei, Achtung, 1 zu 200 Millionen. Das ist eine 2 mit insgesamt 8 Nullen. Das toppt sogar die Geschichte von Lars und Sven Bender. Sie wissen schon, die eineiigen Zwillinge, von denen ja immerhin einer mit zur Fußball-WM nach Brasilien fahren darf. Um die WM geht es in der A-Jugendmannschaft von Stahl Thale im Harz zwar noch nicht. Dafür sind es aber nicht nur 2, sondern sogar 3 aus einem Ei. Die ganze verrückte und zugleich höchst seltene Geschichte gibt es deswegen jetzt in logischer Weise 3 Minuten und 33 Sekunden. Ich bin Ramon Köhler. Ich bin Marcel Köhler. Ich bin Danilo Köhler. Das sind die Köhler-Brüder aus dem Harz. Die 18-Jährigen sind eine absolute Seltenheit. Eineiige Drillinge werden in Deutschland nur einmal im Jahr geboren. Marcel, der Abräumer. Danilo, der Hüter. Und Ramon, der Torjäger. Mario Rollhaus, wie lange kennen Sie die Drillinge schon? 8 Jahre trainiere ich sie jetzt schon. Haben Sie sich entwickelt? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Zum Anfang haben sie noch hinterm Tor und dann Blumen pflückt. Ramon, der Vollblutstürmer. In dieser Saison hat er bereits 25 Mal getroffen. Keiner hat so viel Zielwasser wie er. Danilo steht im Kasten und er hat einen berühmten Bewunderer. Uli Schulze, Urtalenser und Europacup-Sieger von 1974. Kann Uli Schulze die 3 auseinanderhalten? Nein, auf keinen Fall. Wenn er Torwart-Trikot anhat, ja. Und wenn er hinten spielt, weiß ich auch, wer ist. Und wenn er vorne spielt, aber wenn sie nebeneinander stehen, ist das schwierig. Marcel, der ruhigste im Trio, aber in der Abwehr räumt er ab. Da ist er, der Chef. Sind gut aufgestellt, einer im Tor, einer in der Abwehr, einer im Angriff und sind also so eine Art Korsett für diese Mannschaft. Die spielen im unteren Mittelfeld, haben sich jetzt ein bisschen befreit und das liegt auch an den 3 mit. Und langsam werden sie auch erwachsen. Im Winter haben sie bei der ersten Mal mittrainiert mit 17 Jahren und das sah auch ganz gut aus, muss ich sagen. Da kommen noch ein paar Talente mal nach wieder für Thale. Nach dem Abitur werden sich die Unzertrennlichen trennen. Ihre gemeinsame Fußballliebe aber bleibt. Die Brüder leiden mit Bremen. Bleibt eigentlich nur noch die Beschissfrage. Ja, naja, sowas macht man halt mal, ja, oder im Sportunterricht auch. Also wenn der eine mal auf irgendwas keine Lust hat oder es nicht so gut hinkriegt, dann macht halt mal Marcel mal einen 50-Meter-Lauf für den und Daniel macht irgendwas mit Kraft und so ergänzt man sich halt, ja, und das geht ganz gut.